Hallo ihr Lieben, ich bin's Alina, willkommen auf meinem Channel Team Alina und heute geht's um die Vorbereitung für die perfekte Gym-Session. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, viele haben mich gefragt, wie bereite ich mich überhaupt vor, wenn ich ins Fitnessstudio gehe? Und ich mache eigentlich alles das, was ihr, glaube ich, schon natürlich auch macht, also so im natürlichen Fluss, was man so alles mitnimmt. Aber ich habe mal 5 Punkte zusammengesucht, worauf es ankommt. Und der erste Punkt ist Tasche packen. Das heißt, packt abends eure Tasche, dass ihr sie morgens einfach nur, wenn ihr zur Arbeit geht, gleich mitnehmen könnt. Weil keiner von uns, glaube ich, geht von der Arbeit nochmal nach Hause, um dann ins Gym zu fahren, außer er wohnt daneben oder sowas. Aber sowas behindert ja auch schon. Und da sagt man ganz schnell, wenn man jetzt gerade zu Hause ist, oh, jetzt bleibe ich auf der Couch liegen oder oh, jetzt einen schönen kalten Eistee und Füße hochlegen oder so. Also Tasche vorher packen und mitnehmen. Und zum Tasche packen, packt sie vorher entweder morgens, dass ihr rechtzeitig aufsteht oder abends, weil ich kenne uns Mädels, wir suchen dann noch das perfekte Gym-Outfit und die Farben zusammen und das und das. Und das vertrödelt morgens so viel Zeit, dass wir entweder zu spät zur Arbeit kommen oder gar nicht mehr packen und sagen, ach, dann muss ich nochmal wiederkommen und dann passiert sowas, dass man nicht mehr geht. So, das war Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist die Verabredung oder ein Termin. Vielleicht erstmal zum letzteren, der Termin. Setze dir Trainingstermine die Woche. Man muss immer gucken, dass man, wenn man zum Beispiel einen Körperpartien-Split macht oder so, nicht zwei Partien hintereinander, also die gleiche Partie zweimal hintereinander trainiert. Das heißt, man braucht entweder eine andere Partie oder einen Regenerationstag dazwischen. Das heißt, guck schon vorher, wie deine Woche so aussieht. Hast du schon Termine? An welchen Tagen kannst du definitiv nicht gehen? Welche müssen dann aber mit dem Training gefüllt sein? Egal, ob du 2, 3, 4 oder 5 Mal die Woche gehst. Also setze dir Termine, trage sie vielleicht auch in deinen Kalender ein, lass sie aufploppen, setze dir ein motivierendes Zitat in deinen Kalender, dass du auf jeden Fall gehst oder irgendwas, was dir dann nochmal den Hinterntritt verpasst. Das wäre auf jeden Fall Punkt Termin. Verabredung kann sein, Verabredung, wisst ihr, was eine Verabredung ist. Hol dir jemanden, hol dir einen Trainingspartner, eine Partnerin. Es ist wirklich ganz krass motivierend. Ich sehe das bei Julian und mir auch. Wenn einer von uns nicht gehen will, sagt der andere, komm schon, jetzt Hintern hoch und los geht's. Du fühlst dich danach 1000 Mal besser, wenn du dann trainieren warst, dich nochmal richtig ausgepowert hast, den Kopf frei bekommen hast. Und sowas kann halt motivieren, wenn du einen Trainingspartner hast, der dir wirklich auch in den Hintern tritt. Dein Training kann aber auch besser werden durch einen Trainingspartner, indem er dich vielleicht spottet, dir nochmal bei der letzten Wiederholung hilft. Was weiß ich, vielleicht Erfolge, die ihr gegenseitig seht, vielleicht wollt ihr, auch wenn du auf dich selber achten willst, einfach nicht hinter dem anderen hinken oder sowas und versuchst dadurch vielleicht doch nochmal die Wiederholung mehr oder versuchst nächste Mal mehr Gewicht zu nehmen oder. Also einen Termin setzen oder auch sogar eine Verabredung dir zu legen oder zu machen, sind für mich die perfekten Punkte. So, Punkt Nummer 3 ist die Musik. Die spielt bei mir auch immer nicht so mit. Also ich nehme mein iPhone meistens und habe da Spotify drauf und oder sonst irgendein Musikprogramm. Vielleicht habt ihr auch, weiß ich nicht, ganz viele Lieder drauf oder so. Für mich ist es einfach so, ich habe keine Musikplaylist, keine gute, die auch wirklich mein komplettes Training so durchläuft, wo jedes Lied sitzt und dich motiviert beim noch die letzte Wiederholung rausdrücken oder beim Rennen oder bei den Burpees oder was weiß ich. Habe ich noch nicht, muss ich mir auf jeden Fall zulegen, aber irgendwie habe ich immer die Zeit nicht. Aber das solltet ihr machen, weil das ist wirklich, Musik kann einfach nochmal die letzte Wiederholung mehr sein, kann einfach nochmal die schnellere Bewegung sein, statt da so langsam rumzutrödeln oder sowas. Also Musik ist echt ein Faktor, der sehr, sehr motivierend sein kann. Manche stört es, das müsst ihr wissen. Für mich ist es auch erst seit einem Jahr oder so, dass ich Musik höre. Vorher habe ich mein Training komplett ohne gemacht. Aber jetzt, da ich weiß auch nicht, was sich geändert hat, aber jetzt finde ich es total gut, muss aber noch meine Playlisten finden. Also für euch auch ein Aufruf, wenn ihr gute Playlisten habt, dann sagt mir mal bloß Bescheid, dann muss ich sie mir auch mal anhören. Oder habt ihr vielleicht auch eine selber zusammengestellt, weil das fehlt mir. Achtung! Achtet immer auf den Akku. Was mir ganz oft passiert, auch wirklich, da muss ich drauf achten, ist, dass mein Handy abends halt leer ist. Und wenn das beim Training ausgeht, ist das schon wieder so ein Negativgefühl beim Training. Da geht es schon mal einmal runter. Die Motivation ist nicht mehr hier oben. Ihr gebt nicht mehr Vollgas oder sowas. Also Akku und perfekte Playlist für das Workout, was ihr habt. Ob Ausdauer oder Krafttraining, was ihr da mal braucht. Ob ihr euch anschreien lasst von Heavy Metal bis, weiß ich nicht, was ihr da, Elektro und immer so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das wäre echt mal eine gute Idee, wenn ihr euch die zulegen würdet. Punkt
Nummer 4 ist der Trainingsplan. Also geht nicht planlos los. Was am schlimmsten ist und was bei mir nie funktioniert ist, wenn ich sage oder im Auto mir überlege, oh, ich kann heute das machen oder das machen, was mache ich denn dann? Dann trödelt man schon viel zu viel rum, die Motivation geht sinken, statt dass du schon im Kopf hast, der Tag ist mit Push voll, der nächste mit Pull, hier mache ich meine Ausdauereinheit oder fange wieder von vorne an, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, du brauchst einen Trainingsplan. Einen Trainingsplan, den du dir vorher angeguckt hast. Das heißt, wenn du mal nicht weißt, wie eine Übung geht, weil dir jemand anders den Trainingsplan gemacht hat, oder weil du im SESEO-Programm bist und du musst erst mal dir angucken, wie diese Übung ausgeführt wird, weil Julian und Alina sich so bescheuerte Namen ausgedacht haben oder sowas, dann guck sie dir an, guck sie dir vorher an, nicht beim Training, weil dann verlängerst du die Pausenzeiten oder musst erst mal gucken, wie die Technik geht, guck sie das Technikvideo an oder sowas. Also auf jeden Fall mach es vorher, sei vorbereitet und weiß, und ihr müsst wissen, was ganz genau bei euch dran ist. Das heißt, was für eine Übung, wie viele Sätze, wie viel Gewicht habe ich beim vorigen Mal genommen? Kann ich mich steigern oder war es mir beim vorigen Mal schon so schwer, dass ich jetzt erstmal halten muss und versuche bei der nächsten Einheit dieses Push-Trainings zum Beispiel nochmal zu steigern? Macht es nicht so, dass ihr da reingeht und nicht wisst, was ihr macht, weil das ist das Schlimmste. Ihr trödelt rum. Ich kenne das, wenn man eine Minute Pause macht, dann sucht man noch die Maschine und dann sucht man noch, wo ist denn das Gewicht dafür. Auf einmal sind 2-3 Minuten vergangen. Das ist kein effektives Workout für mich. Ich versuche meinen Workout und viele denken auch, ich gehe 2-3 Stunden zum Sport am Tag. Nein, ich gehe nach 10 Stunden Arbeit oder manchmal sogar mehr, gehe ich abends, nachts noch zum Sport, aber weiß ganz genau, was ich mache. Und wenn ich Glück habe, weil wenn ihr Pech habt, dann ist das auch noch so voll, dass ihr sowieso schon länger warten müsst, als eure Pausenzeiten eigentlich sind. Oder es ist kein Gewicht mehr da, wo es eigentlich sein sollte oder alles ist irgendwo im Studio verstreut. Also es gibt so viele Eventualitäten, die sowieso schon kommen. Da sollte dein Trainingsplan auf jeden Fall in deinem Kopf schon drin sein. Habe ich noch einen Punkt vergessen? Vielleicht überlegst du dir auch, das wollte ich noch sagen, Alternativübungen. Weil es ist ganz oft zum Beispiel so, dass wenn ich Supersätze mache und ich müsste da mehrere oder Dreiersätze sogar, müsste ich mehrere Maschinen belegen oder Plätze oder was weiß ich. Wenn einer davon nicht da ist, ist dann mein ganzer Dreiersatz, mein Supersatz vorbei? Nein, sondern ich weiß, okay, jetzt ist das Toast-to-Bar-Gerät, also das Gerät, wo ihr euch reinhängt, ist zum Beispiel gerade besetzt. Was mache ich sonst für eine Bauchübung? Was kann ich machen? Ich kann euch noch nicht mal eine Alternativübung unbedingt für euch sagen, die darauf passt unbedingt, weil vielleicht habt ihr Schmerzen. Also bedenkt sowas. Habt ihr gerade irgendeine Verletzung? Habt ihr generell noch nicht so eine Tiefenmuskulatur? Müsst ihr erstmal dran arbeiten oder sowas? Dann ersetzt ihr eine Übung. Also sowas müsst ihr euch alles, ja, müsst ihr alles im Kopf haben und manchmal macht man es intuitiv schon richtig und weiß ganz genau, was man tut. Aber vor allem als Anfänger kann ich mir richtig gut vorstellen, oder war ich ja auch früher mal, da weiß man einfach noch nicht mal, was man machen kann. Und deswegen immer gut vorbereitet sein. Der letzte Punkt ist ein kleiner Punkt, aber er kann auch sehr effektiv sein bei so einem Workout. Und das ist der Flugmodus. Viele von euch, wenn ihr euer Telefon habt, dann macht es aus. Weil es werden keine Anrufe angenommen während des Trainings, es werden keine SMS geschrieben, es werden keine E-Mails beantwortet. Wenn ihr euch Zeit fürs Training nehmt, zieht es durch, dann könnt ihr auf 45 Minuten gehen und seid durchgeschwitzt und fertig und fühlt euch einfach nur super gut. Weil ich sehe so viele, ich mache das auch, aber wenn, kommuniziere ich meistens auf Facebook und Instagram und ich halte meine Pausenzeiten ein. Die einfach die ganze Zeit da rumsimsen und dann wieder durchscrollen und liken. Also irgendwas machen, was sie auch danach machen können. Also immer konzentriert sein. Wenn ihr das nicht könnt, lasst euer Handy in der Kabine zu Hause, was weiß ich. Nehmt euch eine Uhr zum Stoppen der Zeiten. Nehmt euch einen iPod einfach nur, wenn ihr sowieso sagt, ich höre damit Musik. Ihr müsst einfach ein bisschen disziplinierter sein, wenn ihr euer Handy benutzt, weil man da einfach heutzutage mit dem Smartphone so viel tun kann, was einen von seinem eigentlichen Training gerade ablenkt. Also Flugmodus an oder zu Hause lassen und einfach nur den Kopf beim Training haben. Sich auf die Wiederholungen konzentrieren, wenn ich meinen Bizeps trainiere, wirklich denke, wo soll die Übung zu spüren sein? Also dass ihr so eine Kopf-Muskel-Verbindung aufbauen könnt. Das können Anfänger ganz oft nicht am Anfang, aber man kann es lernen, wenn man sich darauf konzentriert. Also das war mein Punkt 5 und das waren auch schon meine Top 5 für
für die perfekte Gym-Session, für die Vorbereitung darauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, vielleicht schreibt ihr mir mal, gibt es noch einen Punkt, den ich vielleicht vergessen habe, der für euch ganz wichtig ist. Dann immer her damit, vielleicht hilft es auch anderen in den Kommentaren und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald!